Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Wir sind soweit. Auf die weiße Linie, riskier keine Strafe. Du solltest jetzt auf die weichen Reifen wechseln, um deine Zeiten zu verbessern und Plätze gut zu machen. Noch 5 Minuten.
Zeit bedeutet den 13. Platz. Platz 13. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Im Moment ist viel Verkehr auf der Strecke. Verkehr auf der Strecke. Alles ist bereit. Thank you.
beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session. Nur noch eine Minute.
Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Noch 5 Minuten in dieser Session. Das Auto ist fertig. Los geht's. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Sekunden in dieser Session. Session. Du startest morgen von Platz 3. Beste Aussichten also für das Rennen.
Alles ist bereit. Auf geht's. Gestern im Qualifying einen besseren Platz erreicht als erwartet. Wiederhol dieses Ergebnis einfach im Rennen.
Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Vorsprung auf Alonso aus.
glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen anfangen. Reifen auf.
jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Start 10 Minuten voraus. Sieht aus,
aus, als würde es in den nächsten Minuten leicht zu regnen anfangen. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. In den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Oh.
Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus.
Zwischen dir und deinem Vordermann liegen zurzeit 7 Sekunden. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung.
es in den nächsten 5 Runden an die Box kommen.
Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Kimi.
paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Vor dir liegen 3 Sekunden. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. We'll be right back.
Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Wir haben einen Platz verloren. Bleib ihm auf den Fersen und hol ihn dir zurück. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Du befindest dich weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutzt zum Überholen DRS. Zu deinem Vordermann beträgt 2 Sekunden. Dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl.
drei Sekunden. Yeah.
unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Position hinter Kimi. Vordermann liegen nur 4 Sekunden. Du musst weiter pushen.
Das Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Gute Leistung, du hast den 9. Platz geholt. Mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 6 in der Fahrerwertung.